Jagdfreunde, Christian, liebe Gäste aus Sittlingen, bevor wir uns zum Lokalderby starten, pünktlich um 15.30 Uhr, darf ich heute noch eine Ehrung, so ein bisschen Ehrung der besonderen Art, vor dem Spiel vornehmen. Jetzt kommt einmal hier wieder aufs Feld, unsere AAS. Er ist bei der HG, der sportliche Leiter, seit beinahe 11 Jahren. Er ist beim TSV Abteilungsleiter Handball, seit 1987 Schiedsrichter, seit 1991 C-Lizenzträger, Jugendtrainer, inzwischen Trainer der ersten Mannschaft, er pfeift selber Spiele, also eine gewaltige Liste, die dahinter steht, zweifellos einen Tag, wie sollte unser Magier was erhalten. Doch diese Titel sind heute gar nicht wichtig, aber ich wollte es auch mal gesagt haben. Heute geht es um die sportliche Karriere vom Roland Kraft. Ich habe es halt jeder inzwischen erkannt. Der Roland Kraft, kennen wir schon, Handball-Urgestein. Er hat im TSV und in der AG inzwischen sage und schreibe 700 aktive Spiele gemacht. Dafür einen herzlichen Applaus. Spielen. Und der Holland ist ja unser Statistiker par excellence, der kann alles ausgewertet. In 700 Spiele hat er auch mehr als 1900 Tore geschossen, das ist mal extra Applaus wert. Und das Beste kommt natürlich jetzt fast am Schluss. Der Holland denkt noch nicht ans Aufhören. Ich habe den Eindruck gehabt, so die 700 die können wir wahrscheinlich noch durchziehen. Also von Kampfweg braucht man gar nicht reden, der hat seine erste Karriere noch nicht beendet. Und ich hoffe, Roland, dass du in deine Funktion so bleibst wie bisher, dass du fit bleibst, dass nichts passiert, dass man die 800 noch erreicht. Und ich wünsche natürlich nachher ein erfolgreiches Derby. Da kann man auch das Spielekonto und das Punktekonto und vielleicht auch das Torkonto noch ein bisschen erhöhen. So, zu diesem kleinen Jubiläum, Roland, komm zu mir. Ein kleines Dankeschön der AG für dich. Herzlichen Glückwunsch für 700 Spiele. Es gibt heute natürlich kein Alkohol, es geht hier um sportliche Höchstleistung. Was danach im Spiel geht, ist eine andere Sache. Okay, vielen Dank. Ohne es macht bestimmt noch ein kleines Glück. Ich wünsche euch ein spannendes Reportage heute.